Als interaktives Radio im Herzen der Hauptstadt führt Multikult FM erfolgreich Medienkompetenzprojekte durch. Das aus ESF-Mitteln finanzierte Mikroprojekt Common Good Images ist eine Workshop-Reihe für Imagefilme im Non-Profit-Bereich. Die Teilnehmenden lernen in Blog-Seminaren die Entwicklung einfacher Videoformate und sie wissen schon genau, wie sie diese Kompetenzerweiterung nutzen werden. Also wenn ich hier fertig bin mit dem Projekt, möchte ich gerne so 1-2 Imagefilme produziert haben, indem ich mich in Südamerika, in Ecuador bei einem NGO bewerbe, um von denen eingeladen zu werden, um für die dort Filme zu produzieren. Aber erst einmal wird geübt. Zum Beispiel mit Konzertmitschnitten. Ich bin Kathleen und ich möchte in spannenden Projekten relevante Themen beleuchten. Radio Multikult FM ist entstanden aus der Protestbewegung gegen die Schließung des ehemaligen Radio Multikult T des RBB. Inzwischen haben wir auch eine Frequenz auf der 91.0 Alex in der Primetime. Einzigartig in ganz Europa senden wir aus einer Markthalle. Hallo, ich heiße Afet Mushave. Ich möchte gerne einen Dokumentarfilm über die mosambikanischen Kinder, die Erdnuss auf der Straße verkaufen. Das ist sehr wichtig, dass die Familie die Kinder in die Schule schicken. Ich wünsche mir zwei Sachen mit diesem Workshop. Und zwar, das erste ist, dass ich werde bei einer Freundin, die schon Kamerafrau ist, mit überzeugen, dass ich auch mit sie drehen filmen kann und Dokufilme. Und das Zweite ist, ich habe eine gute Freundin in Guatemala und da will ich ein Bild für ihre Projekte vorbereiten und damit kann ich mich die nötigen Kenntnisse schaffen. Kamera 2. Soy Marta y en Radio Multicult mis ideas se convierten en proyectos. Die Workshops sind sehr praxisbezogen. Im Alleingang oder als Gruppe werden kurze Spots produziert, vom Dreh bis zur Postproduktion. Eine ganze Unternehmensgeschichte in wenigen Minuten zu erzählen, ist eine echte Herausforderung. Geübt wird an unterschiedlichen Drehorten, zum Beispiel Multikult FM zu Gast bei den Summer Specials im Biergarten der Kulturbrauerei. Im Interview mit Wolfgang König in seiner Kultsendung Café Olé, die Sängerin und Komponistin Natasha Roth mit jazzigen A Cappella klingen. Wenn man die ganze Zeit nur Schlager hört, dann verpasst man manchmal mal so ein bisschen. Mein Name ist Huda El-Sharawi und ich möchte mit der Kamera Geschichten entdecken. Zum Beispiel die Geschichte des Wohnprojektes für Geflüchtete Refugio Berlin, die medienwirksam im Rahmen einer Bühnenshow als Best-Practice-Projekt präsentiert wird. Teilnehmen wir an das andere Projekt von Radio Multikult FM, nämlich von dem Projekt Common Good Images. Die waren bei euch und haben ein kleines Video gemacht. Und mit dem, was wir jetzt wissen und noch den Bildern von dem Video, bekommen wir ein etwas konkreteres Bild.
Speicher, wenn die einfach speichern.